Moin Leute, auf euch habe ich gewartet. Entschuldigung, dass ich jetzt erst wieder komme. Ja, ich hatte Geburtstag. Gefeiert haben wir nicht großartig, aber es ist halt, man feiert irgendwann nicht mehr so dolly, ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ich weiß, ich habe mal wieder was vergessen. Moment. So. Jetzt könnt ihr mich hören, ne? Hört ihr mich gut? Ein, zwei, drei Test. So, da bin ich auch schon wieder. Was machen wir heute? Heute machen wir was ganz was Einfaches. Für so ein paar Minuten mal so einen kleinen, exzellenten Leckerchen. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Auch da ist mal wieder alles offen für euch. Wenn ihr meint, ihr müsstet da Chips oder Flips oder Banane nehmen, das könnt ihr auch alles machen. Nein, was machen wir heute? Wir machen heute einen aufgesetzten, also keinen Hut, ne, aufsetzen, sondern einen Likör. Ich habe hier so einen kleinen, wie heißt das hier, Weizenkorn. Ja, man kann Wodka nehmen, man kann auch Doppelkorn nehmen. Ja, Weizenkorn, der ist jetzt auch nicht so stark. Der hat nur, lass mich mal gucken, 32 Umdrehungen. Ist für ein Likör vollkommen ausreichend. Also wie gesagt, wenn ihr da Flips meint, ich habe mal hier einen Nachbar, der hat da mal, was hat er da reingetan? Studentenfutter, also Nüsse und so. Leute, das geht überhaupt nicht. Was ihr machen könnt, damit es nussig schmeckt, könnt ihr von Löwenzahn die gelben Blüten, ja, die kennt ihr ja alle, die gelben Blüten nehmen, nur die Blüten, ganz Stiel komplett abzwacken und die gelben Blüten in eine Flasche rein oder im Behälter eures Vertrauens, hätte ich immer fast gesagt, die nehmt ihr und da könnt ihr dann mit Zucker und Korn und so, da könnt ihr einen tollen, hammergeilen Geschmack rauskitzeln. Und der schmeckt nussig. Komischerweise. Ja, aber egal. Fangen wir mit an. Ich zeige euch das. Ja, ich hole euch ein bisschen näher ran und ihr könnt mich beobachten, was ich da so mit anstelle und wie ich das da zusammenmausche. Ja, im Grunde ist das total easy, einfach. Ich habe hier so eine 1,5er, das war eine Orangensaftflasche, da ist noch ein bisschen vom Ausspülen noch Wasser drin. Wir wollen das ja nicht verdünnen, sondern wir wollen einen schönen Likör ansetzen, aufsetzen, wie auch immer. So, die haben wir schon mal. Dann habe ich hier so einen, ja, keine abgesägte Schrotflinte, sondern einen abgesägten Trichter, weil anders geht das nicht. Den muss ich aber auch festhalten, der bleibt nicht von selber stecken. Ja, wenn ich da Früchtchen reinmachen will, sollte das schon ein bisschen größer sein. Dann habe ich hier weißen Kandis. Ja? Weißer Kandis ist fast schon so ein Muss. Ja, man kann auch braunen Kandis nehmen. Dann sollte man vielleicht nicht unbedingt darauf achten, oder wenn man da nicht drauf achten will, ja, man will ja eine schöne Farbe von der Frucht wieder haben, ja, die dann hier dann auch im fertigen Endprodukt dann ist. Also ich muss euch mal ein bisschen kurz zurückziehen. So. Jetzt muss ich hier gucken. Hier auch nicht. Wo bist du denn jetzt? Wo bist du gelandet? Aber die Menge reicht. Ich habe hier so ein Tütchen tiefgefrorene Himbeeren. So. Weil die schon mal so leicht angetaut waren, wohin wir ein bisschen locker kloppen, dass die einzeln entnehmbar sind. Wir stellen uns die Flasche wieder hin, die er ja so gerne immer umkippt. Ja, wir machen keine großen
dicken großen Brocken sind. So, und dann gehen wir einfach bei und halten den Trichter fest und kippen das dann mal so rein, wenn es nicht immer daneben fallen würde. So. Ja, so kann man aber auch Marmelade in kleine Gläser bekommen. Wir nehmen also die gefrorenen Himmelbeeren, sind immer am besten auch. So, und was daneben fällt, gehört auch da rein. Alles Blödsinn hier, was ich mache, ich weiß. Alles Quatsch mit Soße, die Stücke sind alles noch so grob und groß. Aber irgendwie müssen wir den Beutel jetzt da reinkriegen. So. Ach du lieber Gott. Ich bin heute richtig wild, merkt ihr das? Mal hier alles zusammenkratzen, bevor das auftaut. Im gefrorenen Zustand kann man das schöner machen. Ja, ja, so ist das. Wenn man das mal schnell machen will, dann fliegt alles hier rum. Bin ich gut oder bin ich gut? Weil, wie gesagt, wir sind ja immer noch keine Kochsendung. Also erwartet nichts von mir. Ich mache auch keine Schnitte oder so. Da halte ich gar nichts von, ist auch nicht nötig. So. Aber ich glaube, das soll ich das. Ach komm, ich nehme das noch, wenn man nicht vertritt. Könnt ihr denn auch alles sehen? Ihr könnt jetzt nicht sehen, wie ich das einfülle. Nein. Doch. Oh. So, jetzt könnt ihr aber weiter gucken. Zack. So, Tüte leer. Tüte leer. Noch ein bisschen. Nee. So. Das ist was für die Spülmaschine. Und das ist was für die gelbe Tonne. Und das kann hier weg, weil das brauche ich nicht. Ah, das sieht ja aus, als wenn ich hier jemanden zerlegt hätte. Ah, ist mal wischiwaschi hier. Immer erst Ordnung machen, bevor es weitergeht. Mise en place. Mise en place, also das Vorbereiten der Zutaten und Besteck, was ihr alles so beim Kochen für eine gewisse Sache benötigt. Ach nee, siehst du, guck mal. Ich brauche den Trichter ja doch noch. Also, weil es kommt ja auch noch Candies hinzu. Könnt ihr den? Könnt ihr. Wunderbar, ich liebe euch. Das ist jetzt hier ungefähr, was habe ich denn jetzt hier an Gewicht? Müsste 500, 600 Gramm sind das. Und da brauche ich jetzt ungefähr die Hälfte. Ja, ist die Hälfte. Ihr könnt hier nochmal abschmecken. Na, das Abschmecken ist natürlich am schönsten. Ja. Und dann ist irgendwann die Flasche leer und ihr habt dann nichts mehr für den Besuch da. Kann passieren. So, jetzt kippen wir einfach die ganze Flasche Korn oben drauf. So, ist fast bis oben hin. Schön austropfen lassen. Es geht um jeden einzelnen Tropfen. So, das ist wiederum was mit Altglas. Ja, und dann lassen wir das einfach so stehen. Das könnt ihr jetzt am kühlen Ort oder ja irgendwo, wo schattig ist, einen kühlen, schattigen Ort, ja, den könnte ich auch ab und zu gebrauchen. Das wäre was. Kühler, schattiger Ort. Naja, wie gesagt, lasst das einfach so stehen. Das ist fertig. Ja, abschmecken können wir noch gar nicht, aber sieht doch schön aus, ne? Schau mal.
Oh, die ganzen vielen Himmelbärchis. Ja. Der Zucker, der löst sich langsam auf, gibt ja, das Süße an die Himbeeren noch ab. Ja, der Alkoholprozent Stärke, sage ich mal. Ja, ich glaube, der nimmt nicht großartig zu. Ihr könnt das ja auch noch mit ein bisschen Wasser verdünnen sogar. Dann sollte aber das schnell getrunken werden. Weil Wasser, wie gesagt, verdünnt den Alkoholgehalt und Alkohol ist ja auch dafür da, zu, ja, für dauerhaft, ja, oder für längere Zeit, was, ja, dass es nicht verdorrt, nicht kaputt geht, nicht gammelig wird, schimmelig oder wie auch immer. Ja, ich lasse den so. Und wenn man dann natürlich noch hingeht, man hat noch ein Stück Vanilleschote. Ja, oder vielleicht ein Tropfen Vanille, wie heißt das? So ein Flüssigzusatz. Ein Tropfen, ganz bisschen nur rein. Also wenn man eine ausgekratzte Vanilleschote hat, die kann man einfach komplett da reinwerfen. Ja, oder ein bisschen Vanillezucker. Ja, und ja, das ist gut. Schmeckt natürlich dahinter. Aber ich lasse ihn jetzt mal so, wie er ist, weil ich versuche die ganze Zeit, so wie eine Tante aus meiner Familie das immer gemacht hat. Ich glaube, sie hat gerne Vanilleschote genommen, aber der war so lecker und drabbig. Drabbig, ja, kennt er drabbig? Tröpfelnd. Oder Sirup ist zum Beispiel drabbig. Na, wenn er Sirup in Glas reinschüttet, dann gießt sich das, oder Öl, ja, dann fließt das so wie Öl. Und das nennt man dann hier ja, nicht unbedingt hier, das ist mehr platt, ja, plattdeutsches. Und das, wie gesagt, drabbig. Ja, das war's schon, da sind wir schon wieder durch. Und das braucht jetzt eine ganze Zeit lang, das braucht mindestens jetzt 4 Wochen. 5, 6, wie auch immer, hält natürlich auch eine ganze Zeit lang, wenn man da jetzt kein Wasser mehr dran macht, hält es natürlich eine ganze Zeit lang und ihr könnt, da könnte ich wahrscheinlich sogar noch Weihnachten von genießen. Wie gesagt, die Früchte, das ist euch überlassen. Wie gesagt, ein Nachbar hat da mal Studentenfutter dran gemacht. Es schmeckte nach Korn. Da hat sich nichts gelöst. Ne? Ja, vielleicht die Rosinen so ein bisschen, dass die so ein bisschen sich gelöst haben. Apropos Rosinen, wenn ihr Strohrum zu Hause habt, ist aber auch nicht unbedingt nötig, nehmt irgendwie so einen Windjammer rum, ja, mit irgendwelchen Segelschiffen, es sind da meistens immer Segelschiffe drauf auf diese Flaschen. Nehmt da den und dann nehmt ihr auch Zucker, ihr könnt auch Kandis dazu nehmen. Ja, aber da müsst ihr denen halt ein bisschen mehr Zeit geben, dass sich der Kandis auch auflöst. Dann nehmt lieber Zucker, ja, in so ein Glas rein, Gurkenglas, wie auch immer, oder Marmeladenglas, ja, Rosinen rein, Zucker rein, Rum drauf, stehen lassen, abwarten, bis es Sommer wird, das hält ewig, das kriegt er gar nicht kaputt, ja, und dann so löffelchenweise. So auf ein Vanilleeis oder so Schokolade, Vanilleeis oder irgendwie so. Oh Leute, lecker. Ich liebe es. Also Rumrosinen, das könnt ihr übrigens wunderbar auch für die Weihnachtsbäckerei nehmen. Oder ja, oder für den, ja, Weihnachten Bratapfel oder so. Euch überlassen, ja. Ihr macht einfach so, wie ihr meint, dass es richtig ist. Ja, genauso gut. Ja, nö, würde ich jetzt nicht. Ja, man könnte. Aber dann ist es wieder verfälscht. Ne? Also ich hätte es fast gesagt, Sauerbraten rheinischer Art, da sind ja auch Mandeln und Rosinen drin. Man kann ja auch einen kleinen Schluck Rum am Rinderbraten dran machen. Oder Wein oder was anderes. Habt ihr aber Kinder oder so oder Menschen mit einem Alkoholproblem, sollte man dieses Aroma dem Essen nicht zufügen. Ja, das sollte man dann lassen. Ja, was hast du da unten vor? Machst du denn mal deine Magnete ab? Ja, unser Cody, ja, unser Kater Cody, ja, der mag, ich habe meine Kühlschrankmagnete da so und jedes Mal beim Vorbeigehen, wo die noch kleiner waren, zock, ich habe da hier so einen kleinen Tiger mit, wo die Pfoten magnetisch sind und so, und habe ich da dran und dann
Immer mit dem Vorbeigehen. Zack, hat er ihn gekriegt. Da flog er durch die Küche. Katzenleben. Kann man nicht verstehen. Muss man so rennen lassen. Ne? Ja, das war's, wie gesagt. Also, das lasse ich jetzt so. Das wird sich morgen schon farblich absetzen. Man bekommt die Flüssigkeit. Aber guck mal hier, das ist ja schon ein bisschen. Ja. Ja, wenn du so hier. Guck mal, kannst du das nicht so gut erkennen. Vielleicht ein bisschen, wenn ich hier so im Licht gehe. Da, siehst du da oben? Da ist schon so ein bisschen, wenn ich jetzt schüttel, so ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt ist das ganze Wasser schon leicht rosa. Das wird morgen richtig viel sein. Also intensiv rosa bis ja, fast dunkelrot oder rot allgemein. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich liebe das. Ja, sollte das zu Neige gehen, kann man da auch mal hingehen, noch mal. Ja, Leute, beim Abschmecken natürlich weniger werden. Da kann man auch ein bisschen Korn drauf kippen. Und dann auch noch ein bisschen Zucker. Ja, und das hält noch nicht lange. Lecker. Ich will auch mal Eierlikör versuchen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wir sind jetzt erstmal damit durch. Und ich sag dann mal, Cheerio, Miss Sophie.